Der NDR feiert den 60. Geburtstag des Sketchs Dinner for One mit einer Jubiläumssendung. Herzlichen Glückwunsch, Dinner for One! Tatsächlich wird der Sketch in diesem Jahr runde 60 Jahre alt, beziehungsweise, ist geworden. Denn die Erstausstrahlung im NDR erfolgte nicht an Silvester, sondern am 8. März in der Sendung Guten Abend, Peter Frankenfeld. Erst ab 1972 zeigte der Sender ihn zum Jahreswechsel. NDR zeigt Dinner for One, Jubiläumsshow. Die große Jubiläumsshow steigt trotzdem zum Jahresende. Am Sonntag, 31. Dezember, zeigt der NDR eine bunte Jubiläumsshow mit glühenden Dinner for One-Fans. Gastgeber Bernhard Höcker begrüßt zu diesem besonderen Anlass Wiegald Boning, Katrin Müller-Hohenstein, Jens Riva, Axel Prahl, Thomas Frankenfeld, Alexander Kumpner und viele andere Stars. Es wird gequizt, getoppt, gespielt und natürlich wird am Silvesterabend auch der ein oder andere Drink gereicht. Getreu dem Motto, the same procedure as every year, wie der NDR verrät. Als besondere Highlights werden die Kinder des James-Darstellers Freddy Frinton und Peter Frankenfelds Sohn Thomas spannende Geschichten rund um Dinner for One erzählen. Auch interessant. Dinner for One. Alle Sendetermine 2023 im ersten in diesem Jahr haben die Zuschauer wieder vielfach die Gelegenheit, sich Dinner for One anzuschauen. Die ARD-Sendeanstalten strahlen den Sketch an Silvester zu folgenden Uhrzeiten aus. Darüber hinaus laufen auch die vier Dialektvariationen wieder im TV.